Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. So. Ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, wir haben jetzt einmal die Chance, Delilah komplett zu töten und einmal die Chance, sie nicht zu töten und zu besiegen. Ich kann mich gerade wirklich nicht entscheiden, welches Ende ich nehmen soll, weil vom Spiel her gesehen würde ich sagen, wir lassen sie am Leben, damit der Chaosfaktor ein bisschen runtergeht. Vom meinem Empfinden her würde ich sie töten, aber das hat ja auch... Ich weiß es einfach nicht. Deswegen werde ich das jetzt das erste Mal machen für als Let's Play. Das mache ich sonst nicht. Mache ich sonst eigentlich das Let's Play dann nochmal und gehe einen anderen Weg. So wie ich es halt bei Life is Strange mache. Da habe ich auch das mein allererstes, also zu den ganz alten Let's Play Life is Strange gemacht, habe das Ende genommen und ich mache ja jetzt ein neues Let's Play von Life is Strange. Weil ja jetzt die Fortsetzung kommt und da gehe ich ja jetzt das andere Ende an. Also macht so gesehen zwei Let's Plays vom selben Spiel. Jetzt werde ich das aber hier so machen, dass ich habe gespeichert und werde jetzt erst das eine Ende machen, dann das andere Ende machen und ja, am Ende erzähle ich dann, welches Ende mir am besten gefallen hat. So, ich will gar nicht groß anfangen. Wir werden jetzt erstmal die Rune platzieren. Wenn ich die Anzahl der fehlerhaften Runen am Thron verändere, sollte sich Delilahs Bild gegen sie wenden. Das ist also die Welt, von der sie träumt. Bewusstlos werden lassen oder töten. Ja, sie träumt auf jeden Fall von was Interessantem. Ich habe keine Kräfte. Wo ist denn die mit dem... Die echte Delilah hat was unterm Auge. Mal, das geht so nicht. Was hier genommen wurde, will ich mir zurückholen. So. Kann ich jetzt mit dir reden? Hallo? Ah.
großartiger als jeder andere zuvor. Sag mal. Jetzt komm her. Also ich merke nicht, dass das Spiel sich gegen sie wendet. Das hier ist für Brianna. Ach so. Ach Mann, ey, ich hab nur... Eigentlich würde ich ja sagen, es entscheidet sich jetzt alles, ne? Aber ich bin gerade so unsicher, ob ich sie jetzt doch die zwei Wege gehen soll. Ich weiß nicht, wie ich sie ohnmächtig machen soll. So. Wenn ich die Layla auf den Thron setze, sollte das Bild sie in ihrer Fantasiewelt fangen. So, wir machen jetzt den guten Weg als erstes. Sie wollten über eine eigene Welt herrschen, Delilah. Bitte schön. Endlich, was ich verdient habe, meine Gerechtigkeit. Jetzt wird das, was immer entstellt war, endlich perfekt sein. Ich habe so lange gewartet. Singt meine Lieder und leckt mein Fleisch. Betet mich an! Jetzt, da der Leider Korpusbund eliminiert ist, besteht vielleicht eine Chance, Corvo Atano zu retten. Finde eine andere Möglichkeit, Delilah zu eliminieren. Wie soll das denn gehen? Vater. Emery, was ist geschehen? Setzen wir uns. Ich erkläre alles. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind ja jetzt den guten Weg gegangen. Was soll denn da noch für eine andere Möglichkeit kommen? Ein Reich im Chaos, oh. So stürzte der Herzog und eine Figur der Unterwelt nahm seinen Platz ein. Paolo war ohne Besitz auf die Welt gekommen und wollte sie als steinreicher Mann verlassen. Manchmal brüllt die Macht, manchmal flüstert sie.
In Dunwall wurde die Layla unwissentlich in einer Fantasiewelt gefangen, in der die Lügen ihres Vaters nicht mehr galten und ihre Untertanen sie verehrten. Sie zog mit einer großen Armada in den Krieg und durchquerte das pandesianische Ödland. In der echten Hauptstadt tötete Emily die Rachsüchtige, die letzten Verräter und herrschte über ihr Reich mit Corvo Atano an ihrer Seite. Zu seiner Zeit entfachte Anton Sokolov das Feuer der Industrie und legte einen alles verzehrenden Brand im Herzen des Reichs. Seine Maschinen wurden für Krieg und Unterdrückung genutzt, um die Schwachen zu vernichten. Er verließ Dunwall ein letztes Mal und brach in den Norden auf. Seine letzte Kraft verbraucht und nur noch ein Schatten des Mannes, der er sein wollte. Manche Dinge ändern sich nie, so sehr man es auch versucht. Unbeantwortete Fragen. Als Megan Foster von der Welt verschwand, trat Billy Lurk aus ihrem Schatten, gewillt ihr wahres Selbst zu entdecken und das zu suchen, was für sie Familie gewesen war. So, da bin ich wieder. Das hatten wir ja schon gesehen. Wenn sie die Rune da einsetzt, dann wendet sich das Bild gegen Delilah. Und jetzt werden wir sie töten. Das ist also die Welt, von der sie träumt. So, Delilah, das ist jetzt der Weg, in den du stirbst. Naiv, liebe Emily. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Huchala. So, und die nächste. Okay, mehr kriege ich nicht. So, und jetzt werden wir Delilah töten. Ein Reich braucht nur eine Kaiserin, Delilah.
Gott. Emery, was ist geschehen? Setzen wir uns. Ich erkläre alles. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich da was geändert hat. So stürzte der Herzog und eine Figur der Unterwelt nahm seinen Platz ein. Paolo war ohne Besitz auf die Welt gekommen und wollte sie als steinreicher Mann verlassen. Manchmal brüllt die Macht, manchmal flüstert sie. In Dunwall verlor Delilah Copperspoons Zirkel nach ihrem Tod seine Macht und wurde zerstört. Der Staatsstreich fand ein Ende. Die rechtmäßige Kaiserin bestieg erneut ihren Thron. Es begab sich, dass Emily die Rachsüchtige die letzten Verräter tötete und über ihr Reich herrschte, mit ihrem legendären Vater Corvo Atano an ihrer Seite. Zu seiner Zeit entfachte Anton Sokolov das Feuer der Industrie und legte einen alles verzehrenden Brand im Herzen des Reichs. Seine Maschinen wurden für Krieg und Unterdrückung genutzt, um die Schwachen zu vernichten. Er verließ Dunwall ein letztes Mal und brach in den Norden auf, seine letzte Kraft verbraucht und nur noch ein Schatten des Mannes, der er sein wollte. Manche Dinge ändern sich nie, so sehr man es auch versucht. Unbeantwortete Fragen. Als Megan Foster von der Welt verschwand, trat Billy Lurk aus ihrem Schatten, gewillt ihr wahres Selbst zu entdecken und das zu suchen, was für sie Familie gewesen war. Joa. Das waren jetzt die beiden Enden von Dishonored 2. So, zum Ende. Erstmal erzähle ich über die beiden Enden. Mir hat jetzt das Ende gefallen, wo wir Delilah getötet haben. Also mir hat das mehr gefallen, weil, ja. On the sands of sweet Circonos did we bathe in the sun. Später. Sharing grapes from Culero when you were the only one. On the streets of Karnaca I met you long ago. When the city was so peaceful. Sang until the early ships sailed, and when morning bells rang, only then we exhaled. Now the sands of Circonos, they're burning in the sun. We cower in the alleys of streets where we did stroll, while the Duke claims our riches and his firing squads patrol. We run and hide until the evening ships sail. When the night is black, only then we exhale. Shadows, bring your sweetest grapes.
will slip on to a whaler and maybe we'll escape. Ich habe gerade einfach mal unterbrochen, weil das Lied einfach so geil war. So, Verzeihung. Also, mir hat jetzt mehr das Ende zugesagt, wo wir sie getötet haben. Weil, ja, war das eigentlich so wäre, wie ich es auch getan hätte. Wir haben, ich weiß, dass, also wir haben Delilah einmal getötet in dem ersten Teil im DLC. Ich weiß gar nicht, ich glaube, The Witch auf, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, und sie kam zurück, wollte den Thron haben. Jetzt kam sie dann, also sie war ja dafür verantwortlich, dass unsere Mutter getötet wurde. So, dann wollte sie uns jetzt, also hat sie unseren Vater halt verwandelt, wollte uns vom Thron schützen, hat es ja auch getan für eine Zeit lang. Die Gefahr einfach, dass sie wiederkommen würde, war einfach viel zu groß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Miststück. Egal wie hart ihr Leben vorher auch war, ja, man hätte über alles reden können. Ja, also ich glaube auch nicht, dass Emily ihr verwehrt hätte, am Thron zu leben. Ich habe es ihr nicht gegönnt, in ihrer heilen Welt, in ihrer eigenen heilen Welt zu leben. Das hat sie einfach nicht verdient. Ja. Chaosfaktor war sehr hoch. Wir sind Emily die Rachsüchtige. Das war auch das Einzige, was sich geändert hat, halt am Text. Alles andere ist so geblieben. Ich bin mit dem Ende rein theoretisch ganz zufrieden und mit dem Ausgang. Schleichen ist ja sowieso nicht so mein Ding und ich finde, dass man kann halt auch so durchs Spiel gehen. Wir haben sehr wenig Kräfte benutzt. Ich glaube, man braucht auch gar nicht alle. Gut, ich habe auch auf leicht gespielt. Das war jetzt auch nicht so das große Problem. Ansonsten war ich ganz zufrieden. Ich fand diesen Teil jetzt ausnahmsweise irgendwie ein bisschen besser als den ersten Teil. Aber das liegt nur daran, dass ich im ersten Teil halt diese komischen Maschinen nicht mochte, die so riesengroße, lange Beine hatten und halt diese Verseuchten, die mich angegriffen haben in der Kanalisation und diese Ratten, die mich fressen wollten. Ja. Ansonsten war ich ganz zufrieden. Ich habe aber das Gefühl, dass der zweite Teil ein bisschen schneller vorbei war als der erste Teil. Das kann mich aber auch täuschen. Natürlich interessiert mich auch die Geschichte mit dem Outsider weiterhin. Aber wir wissen jetzt zumindest, dass er mal wirklich gelebt hat und dass er jetzt halt sowas wie ein Gott ist. Und dass Delilah selbst ein Dorn in seinem Auge war. Vielleicht findet man da noch mehr raus. Ich glaube, da kommt jetzt ein DLC raus oder ist schon draußen. Irgendwas mit die Jagd auf dem Outsider. Ich habe keine Ahnung. Ja, ansonsten bin ich mit dem Spiel super zufrieden gewesen. Grafik war toll. Ja, die Geschichte war äußerst super. Ich fand das auch krass mit der Firestone. Ich fand das auch krass mit der Mutter, mit dem Herzen. Dass wir die Mutter gehört haben und dass auch unsere Mutter anhand, wie wir gespielt haben, halt reagiert hat. Sie war nicht mit uns zufrieden. Wir sind zu dem geworden, was sie immer bekämpft hat. Ich find's geil. Natürlich ist es auch interessant, wie Corvo durch das Spiel gehen würde. Ich weiß, dass es vom Spiel her nichts ändern würde. Nur halt die Sachen, was er halt erzählt. Vielleicht wäre das mal eine Chance für mich auf ein New Game Plus, was Corvo halt macht. Nur die erste Wahl fiel für mich halt. Ach, das ist dieses unheimliche Lied. Jetzt nur auf Englisch. Na gut, ich lese jetzt, ich erzähle jetzt einfach weiter. Ich fand es jetzt nur wichtig, wir haben im ersten Teil mussten wir ja Corvo spielen. Im zweiten Teil ging es ja eigentlich um Emily. Und ich fand es da wichtig, dass wir auch Emily spielen. Jetzt wieder Corvo spielen. Ich fand es jetzt nicht interessant, ihn zu spielen. Aber es wäre interessant gewesen, auf seinen Text, wenn die Kaiserin mit dem Herz immer wieder zu ihm gesprochen hätte. Was sie halt gesagt hätte. Also die Texte ändern sich natürlich. Hier was noch.
dass sich die Kombinationen halt von den Schlössern und von den Pins ändern. Das hatte ich ja schon erwähnt. Ja, ich fand es jetzt diesmal auch nicht unheimlich, das Spiel. Außer jetzt halt, wo wir zurück zu dem Dunwall Tower gegangen sind, das mit dem Lied, das jetzt gerade da läuft. Und die Hexen waren schon ein bisschen unheimlich. Also vor allem, wenn die so nah aufgetaucht sind. Alternativwege habe ich alle genommen. Ich habe versucht, ich habe ja alle am Leben gelassen. Außer jetzt halt Delilah. Aber ich habe alle am Leben gelassen und dachte, ich würde so den Chaoswert etwas runterbringen. Aber anscheinend war das nicht so. Das zählt vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Oder es hat vielleicht auch groß abgewendet. Vielleicht wäre es noch schlimmer gewesen. Aber ich habe natürlich auch viele Zivilisten und so getötet, ne? Also viele Wachen und so. Vielleicht hat sich das dadurch dann doch nicht so ausgeglichen. Ich habe es versucht. Ich möchte gar nicht wissen, wie es ausgegangen wäre, wenn ich die auch alle abgeboxt hätte, die Hauptfigur. Ja. What no? Ich habe sonst eigentlich nicht gespielt, wie gesagt, gefallen. Beispiel, dass der eine Kerl halt in diesen Raum gefunden wurde, was die anderen Figuren jetzt noch machen, die ja jetzt dank mir noch am Leben sind. Oder halt so die Situation vielleicht, dass Emily vielleicht Kobo erzählt, was passiert ist, eine Reaktion von ihm. Das hätte ich mir gewünscht, das wäre vielleicht cool gewesen. Aber im Großen und Ganzen war ich ganz zufrieden. Ja, so. Auf jeden Fall ein schönes Let's Play. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.